Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2022. Ihr erinnert euch bestimmt an letzte Woche, da ist mir ja ein kleiner Fehler mit den Tomaten unterlaufen und ich musste halt professionell alles mit einem Stapler verladen. Parallel dazu habe ich mir überlegt, ich kann ja hier Tomaten anbauen, Erdbeeren. Und was soll ich sagen, mir ist dieser Fehler nochmal unterlaufen. Ich habe es wieder behalten. Aber ich habe das diesmal schon ein bisschen vorbereitet. Ich werde das einmal kurz auf den Pickup verladen. Nebenbei habe ich, wie man hier sehen kann, schon etwas Geld gefarmt. Ich habe nämlich haufenweise Jobs gemacht. Die Zeit nebenbei vorgespult, damit hier ein bisschen mehr Obst kommt. Und parallel dazu ist mir mein Weizen vergammelt. Den habe ich irgendwie vergessen. Also habe ich alles nochmal gepflügt. So, keine Zeit verlieren. Wir müssen direkt loslegen, verladen, wegbringen, Gewächshäuser bauen da hinten. Denn die sind tatsächlich sehr lukrativ, zumindest in meiner aktuellen Situation. Wo ist mein Pickup? Wo Abfahrt? Vorbereitet. Heute im Schnelldurchlauf. Stapler. Ja, wie man sieht, habe ich mittlerweile schon richtig Übung hier. Ja. Entschuldigung bitte, der Herr, ich muss jetzt ein paar Erdbeeren verladen, ja? Das geht jetzt aber nicht anders. Ich habe halt eine scheiß Arbeitsfläche an meinen Gewächshäusern. Ups. Sau. So, und flups. Da kann ich ja nicht raufpacken. Und runter. Runter. Ich brauche Platz auf meinem Hänger. Wunderbar. Na gut, da haben wir eben einmal eine Musterpalette von unseren Tomaten, die wir anbieten, und eine Musterpalette mit Erdbeeren. Da weiß man genau, was man kriegt, ne? Da kann keiner sagen, die Qualität, die passt mir aber nicht. Da sieht man genau, wie es aussieht. Oh, bitte. Okay, oh, der hält noch. Nein! Ein Gurt, ein Gurt, ein Gurt, ein Gurt, ein Gurt. Okay, weiter. Perfekt. Der sorgfältige Umgang mit der Verkaufsware wird bei mir ganz groß geschrieben. Kundenzufriedenheit ist das A und O. Ja, wie man sieht, bin ich mittlerweile ein richtiger Profi geworden beim Verladen und im Umgang mit dem Stapler vor allem. Fast über die Füße gefahren. Und seit meinem letzten Lehrgang, den ich hatte, ging um Ladungssicherung und ordnungsgemäßes Verschachteln, damit die Paletten nicht fallen können. Gesetzlich zugelassene Höchsthöhe, bevor die Polizei einschreitet. Naja, zumindest habe ich mit Bravour bestanden. Jetzt fahren wir den einmal weg. Sicherheit geht vor. Jetzt sind wir fertig für die Abfahrt. Die Abkürzung zum Grötscher. Oh, oh.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lowrider. Ist doch kurz vor der Haustür. Herr Müller! Herr Müller! Laden Sie mich bitte ab! Breakdance! Kommt zumindest so das. Ja, ja? Oh, wir laden gleich ab. Gleich wird abgeladen. Brauch vielleicht doch einen Stapler. Ach, da habe ich geparkt. Joa. Oh, jetzt ganz mit der Ruhe. Das passiert mir nicht normal. Das ist fachmännisch geladen. Und die Kohle fließt. I'm rich, Beach. Also Beach von Strand. Für die ganzen Paletten nur so ein bisschen Geld gekriegt. Ist aber schon beleidigend. Ja gut, vielleicht haben die ein oder andere Druckstelle gehabt, aber im Großen und Ganzen war das Top-Ware. Piraten seid ihr. Nein! Mein Pickup! Ich bin Profi! Ole! Das noch Qualität hier an der Karre, du. Nicht mal ein Kratzer hat der Lack. Mach mal hier durchs Fenster gucken, wa? So, stell ab den Hobel! Boah. Hammer! Der ist mir zu weit. So, hier wollte ich hin. Und zwar kommt hier eine lange Reihe runter. Gewächshäuser. Dahinter bleibt Acker. Wie löse ich das Wasserproblem? Ich kann ja nicht immer da hinten zu diesem Fluss hinfahren, da wegen dieser 7000 Liter. Erstmal bauen wir und dann setzen wir uns mit der Problematik auseinander. Wenn es nicht zu lösen ist, ist das halt doof gelaufen. Shop. Bring den zurück. Das hat mich jetzt durchgehend Geld gekostet. Bauen. Also ein Stall wäre auch was Geiles, ne? Mit Kühe und Schafe und sowas. Gewächshäuser. Ha. Das für einen Zehner, wa? Das sieht gut aus. Und vielleicht ein Stück rein. Oh. Das war so schön. Da baue ich noch eins. Eins und noch eins. Genau, vier Gewächshäuser. Irgendwann machen wir die Reihe noch runter. Oder Egon? Egon? Ach, bitte alleine. Erdbeben. So, hier wollen wir Tomaten. Nächster. Hey, ich habe doch hier auch Türen. Salat. Schick. Hey, gute Farbe. So. Schöne Erdbeeren. Und hier machen wir nochmal Salat. So, jetzt brauchen wir Wasser für den ganzen Kram, ne? Das wächst ja aktuell sehr knusprig. Oder knackig frisch. Wir möchten mal kaufen. Boah. Guck sich mal einer den dicken Bums an.
Alter, da passt aber Wasser rein. Den kriege ich doch gar nicht gezogen, wenn er voll ist. Oh oh. Ich fürchte, ich brauche einen LKW. Guck mal, das brauche ich nicht. So. Wie viel Money habe ich? Ich kann mir keinen LKW kaufen. Da muss ich mit denen einmal Wasser holen. Ich kann mit der kleinen Minimöhre hier nicht die ganzen Gewächshäuser unterhalten. Das geht einfach nicht. Ich kann doch nicht hier 6 Gewächshäuser mit dem kleinen Spielzeug hier befüllen. Ja, da müssen wir irgendwie noch nebenbei ein bisschen Geld machen. Das reicht nicht. Ich brauche diese komische, was ich verkauft habe, diese Kreiselegge, ne? Scheiße, so eine Kacke. Ich gehe mal kurz Geld farmen. So, wir haben jetzt erstmal das Geld gefarmt. Farm bedeutet bei mir so viel, ich mache momentan Schnelldurchlauf von der Zeit. Und lass die Gewächshäuser arbeiten. Nevermind, jetzt wird erstmal ein LKW geshoppt. Er bleibt rot. Alter Schwede, ein Mac. Guckt euch dieses Geschoss an. Und der gehört mir. Robi. Ey, was ein schicker Truck. Ab dafür, jetzt müssen wir immer Wasser holen. Ab auf die Autobahn. Das sah jetzt nicht so spektakulär aus, wie ich das erwartet hatte. Badezeit. Wow. Okay, das dauert ein bisschen, bis der voll ist. Fertig! Abfahrt! Boah, der hat aber zu kämpfen. Nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin zu schwer. Nein. Ich brauche mehr Schwung. Oder links? Links komme ich raus. Wenn die so steil. Ein bisschen Gas kriegen hier und zack. Es gibt keine Lösung, für die ich nicht auch ein Problem finde. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ja, mach mal voll hier, das Ding. Kann ich gleich 2 befüllen? Nein, 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 ich mache den gleichen Fehler. Ich muss hier raus. Gleich alles umstellen. So. Der Rest wird direkt verkauft. Ach, ist das doof. Jetzt habe ich hier wieder 6 Paletten.
Oh, bleiben wir gleich am Ufer, wa? Abfahrt! Nächste Fuhre! Oh nein. Das ist alles andere als schön hier. Die Junge. Und nur noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und drauf hier. Komm, komm, komm. Yes. Und ab zum Hof. Also, Acker. Kommt irgendwas im Radio? Willkommen zu Pavel FM. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Und jetzt Nö. schalten wir gleich weiter zum Nichts Wetter. Besonderes. Ein richtiger Trucker. Mega geil. Oh, wir sind alle. Stehe ein bisschen dicht dran. Oh, mal gucken. Oh, das hält eine Weile. Die sind. Der ist nicht voll. Der ist voll. Was ein Geschoss. Damit kann man auch bewässern. So könnte das Business oder die Business-Grundidee doch aufgehen. So, nächstes Mal wird sich mal wieder um die Acker gekümmert. Vielleicht kann ich mir denn mal so eine Steinerntemaschine ausleihen hier. Da noch ein paar Steinchen drin. Alles klar, ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.